So schnell bin ich auch schon wieder zurück. Und es geht weiter. Und jetzt sind wir durch diese Tür gegangen und hier haben wir wieder so einen Laub, was auch immer. Ach, das ist einfach ein Deku. So, vergib mir, Herr, ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe ein Geheimnispreis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst. Genau. Merke dir, 2, 3, 1. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt ein Verräter? Ich glaube schon. 2, 3, 1. Alles klar. Merken wir uns mal. Und, ja, das ist ein Schalter, den wir nur mit einer Distanzwaffe öffnen können. Aktivieren, meine ich. Ich öffne. Und da wir ja die Schleuder haben, können wir dies auch tun. Wir können hier weitergehen. Wir kommen in einen nächsten Raum. Listen! Befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Hatte ich ja schon erklärt. Wetten, du findest etwas Interessantes. Und genau hier müssen wir das auch schon das erste Mal anwenden. So, springen wir hier in das Wasser. Und hier haben wir auch schon einen Schalter. Und da tauchen wir einfach unter. Und damit können wir diesen Schalter aktivieren. So, und jetzt können wir hier nach oben. Und dann können wir gleich auf diese Plattform springen, wenn sie denn jetzt gleich wieder kommt. Und da hinten sehe ich auch schon wieder so eine riesige Skulptur. Okay, jetzt sind wir auf dieser Plattform. Und können einfach mal unter dieses Ding hier durchfahren. Und springen hier ran. Und da sind wir die Skulptur und du wirst nicht lange überleben. Bam! Tja, keine Feinde für uns. Was haben wir denn hier in den Blüten drin? Ein Rubin und diese Schieß- oder Knallkerne. Naja, stell dich vor einen Steinblock und halte A gedrückt. So kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor den Block stellen. Drücke erst das Steuerkreuz in Richtung des Blocks und dann A. Ja, okay, Navy, ich weiß, wie man da hochkommt. Mann, ist das denn so schwer? Also man muss stehen bleiben und dann kann man A drücken, gedrückt halten und diesen Block einfach mal verschieben. Jedoch nur in diesem Bereich, wo es hier so schwarz ist. Ja, weil man sonst halt nicht an eine andere Stelle kommt, da dieser Bereich ein bisschen tiefer ist. Okay, hier haben wir wieder diese Mistkicke. Bam. Und die Knalldinger haben wir auch schon genug. Bam. Ist auch mal ein schön... so ein Spiel dieser Art zu Let's Playen. Weil sonst sind wir ja wirklich nur immer rumgesprungen, haben irgendwelche Sachen eingesammelt. Und jetzt geht es mal richtig in Kämpfen voran. Und wir haben eine riesig lange Story. Und das fände ich auch derbe cool und deshalb freue ich mich auf dieses LP auch so. Okay, wir haben die nächste Tür geöffnet. Können wir eigentlich damit die verbrennen? Ups, jetzt habe ich einen Verbrenner. Ja, sterbt einfach. So Deko-Stäbe können wir ja immer gut gebrauchen. Auch später. Von daher schadet es nicht, wenn wir davon mal ein paar mehr mitnehmen. Okay, was haben wir denn hier in diesem Raum? Hier ist eine Spinne. Okay. Ja, komm, bam. Okay, was sollte das jetzt? Okay, muss ich sie halt auf natürlichen Wege bam. Bam, bam, bam. So, Herzchen hat das Vieh uns gedroppt. Gedroppt, das heißt geplündert. Wer das nicht weiß. Und hiermit können wir das nächste Netz zerstören. Und was willst du eigentlich von mir, hä? Denkst du, du bist geilherzig? Bam! Drei Schläge brauchte ich jetzt für den. Der war ganz schön hartnäckig. Dann haben wir noch ein weiteres Spinnennetz. Das können wir natürlich auch zerstören. Und zwar, indem wir einfach mal wieder diesen Stock nehmen, ihn anzünden und dorthin laufen. Und da oben kommen irgendwelche Spinnen von der Decke. Nicht so angenehm. Aber wir sind so schnell wieder weg. Da macht uns das nichts aus. Dann crabbeln wir hier unten mal längs. Kennen wir ja schon vom Anfang, dass man durch solche kleinen Gegenden krabbeln kann. Oh, was haben wir hier? Weitere Viecher. Kann ich eigentlich auch so killen? Na klar kann man das. Dieser Schlag ist eigentlich am effektivsten, wenn man so springt und dann drauf geht. Weil das macht immer noch am meisten Schaden. Einfach vor angehen und bam. Da haben diese Gegner null Chancen gegen euch.
Oh, ich muss ja gedrückt halten, stimmt. Damit können wir den diesen Felsbrocken wieder verschieben und machen den Weg einfach mal vom Anfang bis zu dem Umweg, den wir gehen mussten, frei. Also im Prinzip eine Abkürzung. Und diesen Weg brauchen wir jetzt auch. Und zwar müssen wir hier diesen Stock anzünden, Kamera schwenken, rüberspringen und dann müssen wir uns ducken an dieser Stelle. Zack. Und damit haben wir diese Stelle auch frei gemacht. Hoppsala. Okay, diese Herzchen werde ich jetzt auch noch brauchen. Weil ihr seht bestimmt schon anhand der Karte, dass dort unten ein Totenkopf ist. Und das bedeutet, dass wir uns genau vor dem Boss befinden. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist. Auf jeden Fall 2, 3, 1 war ja der Code. Ich glaube, dass wir dann den hier als erstes ausschalten müssen. Zack. Genau. Dann müssen wir als nächstes den hier ausschalten. Und dann am Ende den hier. Und das sollte eigentlich der Code gewesen sein. Nein. Okay. Dann ist es auf eine andere Weise. Ja, wie könnte das denn jetzt sein? Bin ich jetzt doof oder was? Das ist doch der erste, das ist der zweite und das ist der dritte. 2, 3, 1. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Wie war der Spruch noch gleich? Rechts vor links und die goldene Mitte geht vor. Nee, aber die goldene Mitte geht vor. So, dann machen wir erstmal den ersten. Dann rechts und dann links. So wie der Spruch geht. Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeguckt. Ich war mir jetzt nämlich nicht ganz sicher, warum das jetzt so war. Ja, jetzt diesmal ist richtig komisch. Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? Ja, bin ich. So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergebt mir, Königin. Schande über mich. Und da hat er noch ein Herz für uns liegen lassen. Das reicht auch locker. Und damit gehen wir jetzt zum ersten Boss dieses Games. Und natürlich werden wir ihn auch extremsterweise hinrichten. Und dann geht es auf. Okay, es ist ganz ruhig hier. Ein bisschen Nebel. Und Link wird nur gezeigt. Und damit hat sich die Tür geschlossen und es wird dunkel. Und damit raschelt es. Und da oben haben wir schon etwas gesehen. Wir müssen jetzt einfach nur nach oben gucken. Und zwar so. Und damit fixiert sich unser Blick. Und hier ist der erste Gegner. Beziehungsweise der erste Boss. Und es ist eine riesige Spinne. Oh ja, ich liebe diesen Boss. Der ist so einfach. Gepanzerter Spinnenparasit Goma. Na, was willst du von mir, ne? Denkst du, dass du geil bist, ne? Einfach in das Auge schießen, wenn es rot ist. Und dann haut ihr einfach drauf. Wie ein Irrer. Eigentlich ist es ja besser, das Anvisierte wegzumachen. Und sich dann hinzuducken. Und dann, einfach so, ohne es anvisiert zu haben, den Boss, dann einfach drauf zu schlagen. Das empfiehlt sich eigentlich immer bei den Bossen, die sich dann halt nicht bewegen können. Hier eigentlich auch. Ich habe es jetzt gerade irgendwie nicht gemacht, warum auch immer. So, und damit haben wir so. Und jetzt stechen wir einfach zu, dass es einfach aus dem Grund, dass wir einfach dadurch ihn einmal öfters oder so treffen. Und damit ist der erste Boss auch schon down. Relativ einfach. Und es macht auch sehr viel Spaß, diesen Boss zu besiegen, weil er gerade so einfach ist. Und man einfach mal voll draufmetzen kann. Okay. Was bekommen wir als Belohnung? Ein Herz bekommen wir, und zwar einen vollen Herzcontainer, nennt er sich. Und zwar hier haben wir ihn auch schon. Ein Herzcontainer. Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Okay, damit haben wir 4 Herzen, nicht mehr 3. Und können natürlich dadurch auch öfters getroffen werden. Wir gehen in den Kreis und jetzt beginnt sowieso langes Gelaber. Und damit landen wir wieder vor dem Dekobaum. Flop. So ganz sanft. Hab Dank hier. Aber hier beenden wir einmal nochmal kurz den Part. Und dann geht es gleich weiter, Leute. Bis dann, ciao.